Der Hochkönig. Mit 2941 Metern ist er nicht nur der höchste Berg der Berchtesgadener Alpen, sondern ein wahrer Gigant, der über den langen, aber unschwierigen Anstieg über die Mitterfeldalm eine tolle Tagestour bietet. Gestartet wird beim Arthurhaus auf 1500 Metern, anfangs flach nach Westen auf dem Weg zur Mitterfeldalm. Von dieser aus geht es nun ein Stück bergab und man kommt den gigantischen Felswänden des Hochkönigstocks erstmals richtig nahe. Mit 1600 Höhenmetern im Aufstieg und 21 Kilometern Gesamtlänge sollte die Tour vor allem durch die vielen Gegenanstiege nicht unterschätzt werden. Die Aussicht ist vor allem früh morgens ein Traum. Die Wolken liegen tief im Tal und die Aussicht in Richtung Westen bietet Blicke bis in die Tauern schon ganz zu Beginn der Tour. Ab hier geht es nun wieder steiler durch Latschen und Wiesengelände höher. Am Franz-Schweizer-Weg geht es nun weiter in Richtung Osten. Hier kommt man der gewaltigen Torsäule entgegen, die ebenfalls einen interessanten Aufstieg über spannende Kletterrouten bietet. Wer auf den Hochkönig steigt, steigt auf einen Berg voller Geschichten. Von den endlosen Erstbegehungen Albert Brechts über die Free-Solo-Besteigung der Route Freier als Paul Preuß durch Rudi Hauser bis zum Hochkönigman, einem heute bekannten Ultramarathon im Gebiet des Hochkönigstocks. Nach der Torsäule wechselt man die Seite zum Bratschenkopf und schreitet hier weiter nach Westen. Teilweise geht es neben den mäßigen Steigungen auch längere Zeit flach den Hochkönigstock entlang, was durchaus auch zur Kopfsache werden kann. Zur technischen Schwierigkeit sollte gesagt sein, dass der Weg einfach ist und mehr einer Wanderung gleicht. Vor allem sollte man am Hochkönig aber auf die Wetterverhältnisse achten. Nebel kann sich im Hochkönigstock lange und hartnäckig halten und die Orientierung trotz guter Markierungen erschweren. Der Hochkönig war schon immer ein wichtiger Berg für die Einheimischen der umliegenden Dörfer und Städte. Bereits im 18. Jahrhundert war er der Berg der Jäger, bis er im frühen 19. Jahrhundert auch aus touristischen Gründen bestiegen wurde. Neben dem Aufstieg durch das hier beschriebene Ochsenkar gibt es auch noch die Möglichkeit über das Birkkar, den beliebten Königsjodler-Klettersteig oder die unzähligen Kletterrouten in der Südwand auf den Hochkönig zu gelangen. Nach einer Weile erwartet einen auch schon der tolle Blick in Richtung der restlichen Berchtesgadener Alpen, wie zum Beispiel dem Watzmann.
Immer wieder erhascht man zwischen den Felsen auf der linken Seite auch Blicke zum Großglockner, Großvenediger und Co. Das Verirren am Hochkönig kann zu extremen Gefahren führen, da tiefe Spalten im Fels zu teils unüberwindbaren Hindernissen führen können und eine Rettung bei Schlechtwetter nur schwer möglich ist. Aufmerksames Auf- und Absteigen ist aber auch bei Schönwetter stets notwendig, um nicht kurzerhand den Weg zu verlieren. Nach den vielen Mühen wartet nun noch der finale steile Aufschwung zum Matrashaus und am Ende ist es dann geschafft. Der Hochkönig-Gipfel mit dem modernen Kreuz direkt neben dem Matrashaus wartet mit toller Aussicht und einem fantastischen Gefühl. Wenn euch der Tourguide gefallen hat, abonniert den Kanal für wöchentlich neue Tourguides. Bis zum nächsten Mal wünschen wir noch eine schöne Zeit und Bergheil!